Willkommen auf dem Kanal von MeinNameBenemDG. Wir haben was Neues reinbekommen. Yu-Gi-Oh! Ancient Guardians Display First Edition mit irgendwelchen Collector's Rares. Keine Ahnung, was das ist. Schauen wir uns mal an. Rippen wir und schauen wir schon durch. Alles weiter gibt es noch ein Intro. Bis gleich. Oh, schon längere Zeit kein Yu-Gi-Oh! Display mehr aufgemacht. Ich habe absolut keine Ahnung von den Karten. Ich hoffe, ich kann, sollte ein Collector Rare dabei sein, den von den normalen Karten unterscheiden. Aber es ist immer wieder lustig, ein neues Produkt zu öffnen, das gerade auf den Markt kommt und das man nicht kennt. Das heißt, wir gönnen uns jetzt das Display und hoffen auf irgendwelche Pulls. Falls jemand etwas sieht, was ja, als gut erachtet, gerne in die Comments schreiben. Also ich gehe davon aus, hier haben wir die Foil. Laster Pendulum the Dragon, Draco Slayer. Okay, interesting. Also Rare dürfte ganz hinten sein. Sonst gibt es da keine Informationen. 35 Rares gibt es im Set, 15 Super Rares, 10 Ultra Rares und 15 Karten sind als Collector Rare verfügbar. Bin gespannt. In dem Fall ist die Rare immer an letzter Stelle. Gehe ich davon aus, zumindest. Zumindest der Void ist an letzter Stelle. Wird dann auch der Rare sein. Zum Set kann ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, dass es ein absolut neues. Also jetzt gerade rausgekommen. Und ich zufällig ein Display mitbestellt habe. Und ich dachte, ach, das machen wir jetzt für den Kanal auf. Vielleicht interessiert es ja wen, jemanden. Habe ja auch gleich ein Video für heute und können vielleicht auch einmal die Yu-Gi-Oh! Spielerschaft einmal mit dem Ganzen einfangen. Ich mache nicht so oft Yu-Gi-Oh! Produkte auf. Merkt ihr wahrscheinlich. Aber es ist immer wieder mal lustig. King of the Feral Imps. Interesting sind die Artworks. Die variieren so stark. Als Foil haben wir da den Akdo-Daik Water Lily. Mit dem Namen bin ich auch nicht ganz so familiar. Magister Paladin de Ascending Dracoslayer. Auch interessant. Dino Wrestler sind auch drin. Ein hübsches Foil. Ich werde mich dann nach dem Video durch die einzelnen Karten plagen und schauen, was dabei sein könnte, was vielleicht einen Wert hat oder eine gute spielbare Karte ist. Das schaut zumindest noch in einem Rare aus. Anumesia de Ogdadic Queen. Okay. Dürfte Ultra Rare sein. Schriftfarbe plus das Foiling sollte Indikator sein, in dem Fall. Ein normales, eine normale Folge. Pot of Riches. Snake Rain.
Und nochmal ein Nunu. Ancient Guardians. Ob das alles neue Karten oder ob das alles Reprints sind, kann ich auch nicht sagen. Also ich gehe schon davon aus, dass es die meisten neue Karten sind. Auch ein schönes Foiling wieder. Das letzte, was wir aufgemacht haben, war glaube ich kein Video. War mit Toon Chaos, irgendwas nach Toon Chaos. Da haben wir auch Glück gehabt, da haben wir einen Collector Rare draus. Pot of Riches. Trade in und wieder seine. Also bis jetzt haben wir glaube ich noch nichts Spezielles erwischt. Die Hälfte haben wir durch. Schauen wir, ob die zweite Hälfte ein bisschen was Brauchbares für uns liefert. So. Den Pot of Riches haben wir jetzt schon x-mal gehabt. Und die Water Lily ist auch schon das zweite, ne? Manchmal lassen sich die Booster so angenehm öffnen und manchmal bleibt immer so in eine Ecke hängen. Das dürfte auch wieder ein Rare sein. Ursaktik Polari, ein Teddybär. Ich kann ja wirklich nicht abschätzen, was jetzt gute oder schlechte Karten sind. Ich mache es nur für euch auf, dass ihr sowas gesehen habt, falls euch interessiert, was da drinnen sein kann. Und für mich ist es quasi so, ich kaufe so ein Display mit, schaue mir das einmal an, rippe das auf oder wenn es was vielleicht ist, was ich aufgehalten wollte, lege ich es in den Kasten. Und das ist halt wieder mal ein Display, wo ich sage, okay, haben wir mitgekauft, machen wir eins auf. In Kasten denkt es halt nicht aus, weil es ist genug verfügbar und wir haben nur eines quasi gekauft. Daher machen wir es für euch auf. Vielleicht freut sich euer Video, das ihr anschauen möchte, was in dem Display drinnen sein kann. Und ist das gleiche? Nö. Fast der gleiche Name. Jetzt erst zwei Rare gehabt. So. Gleich sind wir die 24 Packs durch. Hits erwischen. Was immer die guten Hits sind. Da mit einem Rare. Das ist ein Ultra Rare, glaube ich. Ursaktik Serpentrium. Okay. Mit dem Namen bin ich jetzt noch nie richtig klargekommen. Nochmal die Lilly und letztes Booster. So, das war mal. Schauen wir kurz drüber, was wir gehabt haben. Also wir hatten den Serpentrium als Ultra Rare. Dann hatten wir noch das Polari. Und noch einer war noch was, eine Queen
Und das war's auch schon. Ja, wie immer, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Ihr konntet euch einen Überblick darüber verschaffen, was in seinem Display drin sein kann. Ich kann leider nicht wirklich was zu den Displays und den Karten sagen, aber das war's auch schon für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.